gute Hochschullehre ist für mich Lehre, die Studierenden nicht nur Wissen vermittelt, sondern ihnen auch ermöglicht, das Wissen anzuwenden und kritisch zu hinterfragen und mit dem Wissen, was sie erworben haben, wirklich praktische Ergebnisse zu erzielen, oder? Insofern ist es für mich wichtig, dass wirklich mit dem Wissen, was sie erwerben, dass da wirklich was Greifbares bei rauskommt, dass sie anhand des Wissens, was sie erhalten, fähig sind, konkrete Fragestellungen zu bearbeiten, theoretisch aufzuarbeiten und dann auch praktisch zu bearbeiten und am Ende ein möglichst gutes Ergebnis zu bekommen. Fortgeschrittene Labormethoden in der physischen Geographie. Das Thema sind fortgeschrittene Labormethoden. Also es ist einfach ein aufbauender Studiengang. Der grundlegende Kurs ist im Bachelor. Das ist die Einführung in die Labormethoden. Und das ist ein darauf aufbauender Kurs, wo es darum geht, nicht nur das absolute Grundwissen zu vermitteln, sondern einen Überblick über die Methoden zu geben, die zur Verfügung stehen. Das ist ein Masterkurs, da findet die meisten Studierenden besuchen den Anfang des Masterstudiums. Es ist so ein bisschen gedacht auch auf Vorbereitung, als Vorbereitung auf eine Masterarbeit, die im Labor stattfindet. Also grundsätzlich ist das bei diesem Format Inverted Classroom, ist es ja so, dass die Studierenden Videos bekommen, die sie zu Hause anschauen können. Das heißt, das theoretische Vermitteln von Lerninhalten wird quasi ausgelagert und das gibt uns in der Veranstaltung Zeit, wirklich auch praktische Bearbeitung und Verknüpfung zu machen. Guten Tag und herzlich willkommen zu den physisch-geografischen Labormethoden und diesmal mit der Methode der Chromatographie. Ein Schaubild, wie das funktioniert, ist hier einmal dargestellt. Eigentlich haben Sie ein chromatographisches System, wie hier dargestellt. Es ist eigentlich in der Regel ist das eine Säule einfach. Zum Beispiel kann so groß sein wie ein Kugelschreiber, oder? Sie mischen das in die mobile Phase rein. Die mobile Phase durchläuft Ihre Säule. Und dabei kommt es hier immer wieder zur Wechselwirkung der stationären Phase mit den Analyten. Zu jeder Veranstaltung, die ich habe, habe ich einen Ordner mit dem Thema. Darin gibt es dann einmal die Videos, dann gibt es den Selbsttest zu den Videos, also einfach Fragen zu den Videos, meistens Multiple Choice, ein paar auch komplexere, welche Bilder drin, die man beantworten soll und so, die Studierenden selber beantworten können und sofort ein Feedback kriegen. Und das ist eigentlich gesagt, dass sie das vor jeder Veranstaltung, sondern die Videos schauen, diesen Test machen, damit sie dann mit dem Test ist natürlich für sie selbst ein Feedback, ob sie es gelernt haben, so ein bisschen Reaktivierung auch für sie selbst, dass sie nochmal das, was sie vorher gehört haben, auch verarbeiten können, oder? Man sieht, dass die Studierenden wirklich durch die Videos natürlich auch gezwungen waren, vorzubearbeiten, durch die Aufgaben auch teilweise gezwungen waren, nachzuarbeiten, dass sie dafür relativ großen Zeitaufwand haben. Also ich musste mich zuerst an Wissen dann gewöhnen, weil normalerweise geht man in die Vorlesung, vorbereitet ist man vielleicht, man hat die Folien ausgedruckt und mal schnell kurz durchgeblättert, aber zu mir ist es nicht gekommen und man ist eigentlich Konsument in der Vorlesung. Und in diesem System hat man halt einfach schon alles vorgearbeitet und man kommt dann in die Vorlesung und profitiert eigentlich in dem, dass man aktiv etwas selber arbeiten muss. Und ich denke, es ist sehr zeitintensiv, wenn man das vorbereitend zählt, aber was man nachher profitiert, das ist für mich immens. Also der Output ist enorm viel größer. Am Anfang ging es viel um theoretische Grundlagen, Versuchsplanung. Das heißt, da wurde dann viel theoretisch gearbeitet. Die Studierenden haben Fragestellungen bearbeitet in der Veranstaltung. Dann am Ende wurden die zusammengefasst, aufbearbeitet. Die Studenten haben selber aus den Ergebnissen quasi ihre Schlussfolgerungen gezogen, ihre Inhalte erarbeitet. Es wurden verschiedene Formen dann noch angewandt, dieser Gruppenarbeit vor allen Dingen. Ja, und ich denke, genau das Soziale, das du jetzt ansprichst, ist viel intensiver, weil wir haben meistens dann Gruppenarbeiten oder müssen auch etwas erarbeiten und das nachher als Word-Dokument zusammenfassen, wieder abgeben, eine Zusammenfassung machen. Ich denke, man hat in keiner anderen Vorlesung solchen Kontakt zu anderen und muss etwas leisten. Im zweiten Teil war es dann so, dass es wirklich um Labormethoden geht, also um Analysemethoden, die im Labor angewendet wurden. Da wurde aufbauend auf die Videos dann wurden Fragen verteilt, die wurden dann erstmal in der Gruppe bearbeitet anhand des theoretischen Wissens, was da war. Dann sind wir ins Labor gegangen, haben die Geräte gezeigt, die Studierenden konnten Fragen stellen, es wurde alles nochmal ein bisschen erklärt.
Und anhand dieser Erklärung und der Fragen, die sie gestellt haben, konnten sie die Fragen vervollständigen, die sie am Anfang bekommen haben. Und am Ende haben sie dann als Ergebnis quasi zu jeder Labormethode einen Steckbrief gemacht, in dem genau das Funktionsprinzip beschrieben ist. Die Vorteile, die ich ganz klar sehe, sind, dass die Videos relativ kurz sind. Das heißt, Studierende können sich kurze Abschnitte angucken und können dadurch die Konzentration besser halten. Und die Studierenden können sich die Videos wieder angucken, oder wenn sie das nicht verstanden haben. Und auch wieder angucken, wenn sie sich auf die Prüfung vorbereiten. Und auch wieder angucken, wenn sie das praktisch in der Veranstaltung bearbeiten wollen. Der zweite Vorteil war natürlich, dass in der Praxisveranstaltung wirklich Zeit war, mit dem, was gelernt war, zu arbeiten und damit das Gelernte auch zu vertiefen und anwendbar zu machen, ein bisschen aus diesem theoretischen Wissen rauszuholen, praktisch zu nutzen, sodass die Studierenden auch die Möglichkeit haben zu erkennen, wo sie noch Verständnisprobleme haben, was sie verstanden haben, sich gegenseitig zu helfen. Das ist, denke ich, ein großer Vorteil. Die Vorlesung ist sicher toll, weil man sehr viel diskutiert. Das ist sicher eine Erneuerung bei dieser Art auch von Didaktik. Man verinnerlicht dann auch gleich Dinge, die man im Video zuvor gelernt hat. Und durch das Diskutieren vertieft man gleichzeitig auch den Stoff und lernt so eigentlich schon direkt für die Prüfung. Es ist natürlich viel einfacher, wenn man einfach eine Vorlesung macht und sich hinstellt und jedes Mal seinen Stoff durchgibt, als wenn man jetzt unterschiedliche Themen natürlich auch unterschiedlich bearbeitet und dann immer andere Methoden wählt. Zeit einplanen muss man auf jeden Fall, oder also schon allein die Zeit einplanen, sich das Equipment zu besorgen, sich ein bisschen da reinzuarbeiten, die Programme, wie man das macht, oder? Da muss man die Vorlesung nochmal ein bisschen neu strukturieren, weil man immer kurze Blöcke hat und nicht so lange Einheiten, also als nochmal nur einteilen, Videos drehen. Das Zweite ist, dass es für mich natürlich noch ein bisschen neu war, die neu entstandene Freiheit in der Präsenzveranstaltung zu nutzen. Also das Zeitmanagement ist bestimmt ein Punkt, der wichtig ist, sodass am Ende wirklich für alle was Greifbares und so ein greifbares Ergebnis rauskommt, oder? Dass nicht irgendwie das Endergebnis ist, wir haben mal drüber gesprochen, sondern dass man wirklich das Gefühl ist, dass man gemeinsam Punkte erarbeitet hat, die man verwenden kann in der eigenen Masterarbeit, für die Prüfung oder später im Berufsleben auch, oder? Die Methode hat viel Potenzial und ich werde auf jeden Fall versuchen, die Veranstaltung weiter so zu führen, beim nächsten Mal zu optimieren, das nächste Mal zu optimieren, sodass sie dann auf die Dauer wirklich noch in Qualität gewinnt. Ja.